Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und in diesem Video will ich euch einfach nochmal die App zeigen, was sich verändert hat. Denn es ist ja bisher jetzt möglich, die Lautstärke bzw. die Titel im Auto über das Handy, über die App dann entsprechend weiterzuschalten. Aber was jetzt neu mit dazu kam, ist, dass ein Servicetermin gebucht werden kann. Und ja, das ist eben unter Herbeirufen jetzt mit aufgetaucht hier unten. Und wir gehen da mal durch. Ich einfach, um das mal zu zeigen. Mal sehen, wie weit wir wirklich gehen. Ob wir zu Testzwecken mal was buchen hier. Und zwar kommt dann eben hier als erste Übersicht die Serviceanfrage auswählen. Und hier sind viele verschiedene Sachen, die man auswählen kann. Eben Firmware-Update, Alarm ist aufgetreten, Heizung, Klimaanlage, eine normale Wartung, Zubehörinstallation, Reifenräder, Vibrationen, Geräusche, Türgriffe, Schlösser, alles Mögliche, was eben möglich ist. Wenn man das dann sich alles ausgewählt hat, also sind hier mehrfach Sachen, oder man kann hier mehrfach alles auswählen. Dann ganz normal auf Weiter. Hier kann man noch seine Kommentare mit reinschreiben, wenn eben ja noch was zu erklären ist. 400 Zeichen hat man dafür zur Verfügung. Hier schreibt man mal rein, Test für YouTube-Video, falls wir dann doch schon was abschicken aus Versehen. Joop. Okay. So. Und dann wieder auf Weiter. Bevorzugte Kommunikationshinweise. Hier wird automatisch schon die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse mit hineingefügt. Ja, also die sind eigentlich auch bekannt. Das ist jetzt nichts Geheimes. Dann geht es wieder auf Weiter. Und hier kommt Servicebestätigung. Wenn ein mobiler Service für diese Reparatur zur Verfügung steht, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Ah, alles klar. Also, wenn ein mobiler Service verfügbar ist, dann schicken Sie den. Ansonsten geht es dann natürlich zum Service Center. Und hier kann man entsprechend auch dann das Datum auswählen. Hier kann man auf Bearbeiten. Also es wird schon was vordefiniert. Okay. Und hier gibt es dann halbstündlich die Intervalle. Erstmal von 7:30 bis 9:30, weil man sein Auto vorbeibringen kann mit frei verfügbaren Tagen. Genau. Sehr schön. Da kann man das entsprechend mit auswählen. Auch sein Service Center unten bei Ort. Ja, genau. Ich war zuletzt eben in Nürnberg. Wird automatisch auch wieder mit reingenommen. Und ja, hier wird nochmal alles schön mit angezeigt. Bevorzugte Kommunikation und die Hinweise. Richtig. Zeitplan. Was passiert hier? Oh. Termin gebucht. Okay. Wir haben jetzt schon gebucht, dann gehe ich mal wieder auf Abbrechen und man kann auch den Termin dadurch wieder annullieren. Also Termin annullieren, ja, denn Firmware-Update brauchen wir jetzt so nicht, haben wir alles, ist alles schick, alles schön drauf. Und genau, das war es auch soweit schon, um das mal zu zeigen, dass eben jetzt hier unten das darüber über die App mit möglich ist. Es gibt das natürlich auch bei anderen Herstellern. Ich habe das bei einem Kumpel von mir jetzt schon bei Audi zum Beispiel gesehen. Er fährt allerdings noch ein etwas, also naja, was heißt älteres Modell, aber mit den neueren Modellen geht da sicherlich über die App noch mehr. Und bei Audi ist es zum Beispiel auch schon möglich, dass man das online über die App gleich mitmacht. Und ja, wie ich hier gerade noch sehe, bekomme ich auch sofort eine E-Mail-Bestätigung für den Termin und auch für diese Annullierung. Also habe ich sofort auch zwei Mails erhalten. Super Sache. Dann kann man nämlich auch über die Mail gleich, über die Bestätigung gleich in seinen Kalender das mit einfügen. Ich nutze da mal meinen Google-Kalender, da einfach nur draufklicken, dann wird der Termin eben sofort eingetragen. Man hat es mit der Adresse drin. Wenn man seine App oder sein Handy mit dem Auto verbunden hat, dann wird das sowieso im Auto im Kalender mit angezeigt. Man drückt nur auf den Ort, er navigiert dann entsprechend sofort hin. Und ja, perfekte Sache. Das soll es auch von diesem Video gewesen sein, diesmal nur von der Ansicht der App. Und ja, wenn euch das kurze Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich den Kanal, damit ihr keine weiteren Infos verpasst. Unterstützt den Kanal auch gerne über meine Affiliate-Links unten in der Beschreibung zum Beispiel. Und bis zum nächsten Video. Denk elektrisch!